Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin mich gerade hier am Fertigmachen, weil wir gehen jetzt raus, Fahrrad fahren. Und ihr denkt vielleicht, was hat der Kerl jetzt für komische Klamotten an? Das ist meine improvisierte Winterkleidung für heute. Denn wir haben so an den Minustemperaturen aktuell. Und das kann ich nicht aushalten. Ich bin jetzt gespannt, wie funktioniert mit dieser improvisierten Winterkleidung. Aber ich möchte es mir trotzdem nicht nehmen lassen, Fahrrad zu fahren. Und vielleicht kann man einfach so ein paar Sachen üben. Ich werde heute das Talk mitnehmen und werde das jetzt erstmal ready machen. Ne? Denn das Talk hat keine Pedalen und so weiter und auch schon keine Luft mehr in den Reifen, weil es so lange gestanden hat. Und ich denke mir so, wird es wenigstens warm beim Uphillfahren. So Leute, das ist mein Winteroutfit. Outfit of the day. Ich denke, das wird gut funktionieren. Da kommt jetzt natürlich noch gleich ein Rucksack drauf und ein Helm. Und ich glaube dann. So Leute, so gut wie fertig. Nur noch Schuhe zu machen. Natürlich Quatsch, ich ziehe natürlich schon noch was drüber. Nicht, dass das wieder jemand falsch versteht. Aber ich habe jetzt erstmal so verschiedene Schichten angezogen und will nicht direkt übertreiben mit dicker Jacke und so. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mag dieses voll eingepackte nicht beim Mountainbike fahren. Und aber man will halt auch nicht krass frieren, ne? Aber wobei ich das größte Problem habe ich tatsächlich eigentlich immer an den Händen. Und da habe ich aktuell nur diese Handschuhe hier. Ich glaube schon, also ich meine, das sind Winterhandschuhe, aber so ultra warm sind die auch wieder nicht. Ja, aber das Talk ist soweit ready. Dann muss ich jetzt nur noch hier, ihr seht, also ich fahre natürlich weniger Luftdruck bei Matsch, aber so wenig dann auch wieder nicht. Das pumpe ich jetzt schnell noch auf und dann geht's ab auf die Trails. Beziehungsweise erstmal auf den Uphill. Sind die Hände. Sonst der Nullfall. Also meine Sattelstütze ist auch ein bisschen fertig mit der Welt. Pass auf hier unten. Ja. Ja, ich weiß nicht, was da drunter ist. Man sieht es ja nicht, ne? Ah, sehe ich schon gar nichts mehr, ey. Meine Augen am Bein.
müssen langsam machen, ne? Sind trotz Kälte viele Leute unterwegs. Hallo. Kommt noch einer? Ja. Noch mehr? Nee, das war's. Danke. Boah, so rutschig. Ja, wir brauchen nur kurz Pause. Nur eben ein bisschen noch vielleicht auf Seite. Ja, ja, kein Problem. Ich sehe nichts. Reminder an mich selbst. Wieder mit Brille fahren. Fahr ruhig. Schön grün. Das Becken da unten. Oh, richtiger Sandkasten hier. Immer spannend. Oh. Das war eine Challenge. Ganz schöner Sandkasten da, ne? Das ist ja Enduro-Trainingsstrecke hier. Der Trail hat schon da vorne angefangen. Mit dem Uphill Trail. Nee, oder? Aber hier auch viele Fußgänger. Muss man stark vorsichtig sein. Stark vorsichtig sein. Das Treppenset noch senden und dann Off-Camper-Kurve links. Okay?
Also die Kombi bei der Michi mit Thermounterwäsche und Jacke war gut. Ich war zu warm angezogen. Also mir war auf jeden Fall ja ein bisschen zu warm. Uphill lief überraschend gut heute. Ich war richtig motiviert irgendwie. Ich weiß auch nicht genau warum. Die Michi hat sich ein bisschen drüber geärgert, dass ich zu schnell hochgefahren bin. Das ist schon krass, ne? Dass man das mal hört. Dass sich jemand ärgert, dass ich zu schnell Uphill fahre. Ja, alles in allem muss ich aber sagen, ich hatte dann halt am Ende auch nicht mehr so krass Bock, nochmal hochzufahren. Denn, ja, ich würde dann doch tendenziell das Fokus bevorzugen für so eine schnelle Runde. Aber bergab macht das Torque einfach immer noch übel Bock. Ich bin ganz froh, dass es eigentlich nicht verkauft worden ist. So habe ich noch ein Enduro hier stehen. Allerdings ist es einfach ja viel zu viel für jetzt so Home-Trails fahren. Ne? Eigentlich müsste das weg und dann ein Trailbike her. Aber so habe ich einen Ersatz, wenn das Norco mal in der Werkstatt ist und so im Park. Und so. Oder für sowas wie Sölden war das Norco auch mega gut, das Torque auch mega gut. Deswegen bin ich happy, dass es noch da ist. Ja, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr jetzt so schön Wetterfahrer seid oder ob ihr trotzdem rausgeht. Für Regen werde ich mir jetzt noch ein Dirt-Suit zulegen auf jeden Fall. Weil es war heute, ja, zwischendurch, ich schätze, oben war auf jeden Fall Minusgrade, 0 Grad im Tal. Und das war okay. Irgendwie war es nicht so schlimm, wie ich dachte. Jo, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Auch wenn ja, der Winter-Content nicht so ist, wie ihr es gewohnt seid. Ne? Was habe ich denn hier für komische... Guckt mal, diese komischen Flecken hier. Guck mal, was ich auf dem Kopf habe vom Helm. Das sieht richtig komisch aus. Ja, Druckstellen. Das sieht richtig Banane aus. Und ich sehe das gerade erst so da. Ich sehe das so da drüben so im Spiegel. Und denke mir so, scheiße. Ja gut, Leute. Also abonnieren, kommentieren. Was wollte ich eigentlich sagen? Ja, sorry, dass der Winter-Content nicht ganz so spannend ist, wie ja, wenn normale Saison ist. Aber da arbeiten wir dran. Ja, bis zum nächsten Video oder bis zum nächsten Livestream. Macht's gut. Ciao, ciao.